Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Lego City Undercover. In der letzten Folge waren wir in der Mine und wurden ein bisschen verprügelt am Ende. Darf ich dein Auto haben? Dankeschön. Hallo, sitzt da niemand drin. In der letzten Folge haben wir gelernt, dass wir nicht gute Kämpfer sind und wie sage ich es am besten, wir wurden gut verprügelt. Und daher entscheiden wir uns jetzt, dass wir ein bisschen... Dass wir ein bisschen trainieren möchten, was Kämpfen betrifft. Keine Ahnung, aber wir sind ja jetzt schon hier angekommen. Aber haben leider kein Dach mehr. Wir können das bauen. Let's go. Slow-mo. Crazy. Super, wir haben 3 von 65 Superbauten. Oh yeah, man. Da oben ist schon unser Ziel. Let's go. Dann rutschen wir mal rein, ha? Barry Smith. 24 Stunden für Sie im Einsatz als Klempner und Kung-Fu-Guru. Einige verstopfte Abflüsse und Chakras seit 1987. Kann's ja mal versuchen. Für den Superbau brauche ich viele Steine. Oh Gott, wie viel brauche ich? 40.000 und ich habe 13.000. Okay, hier vielleicht? Ne. So, hier können wir etwas auseinanderreißen und wir kriegen... Wer stellt den Hutständer draußen auf? Ein Hutständer. Okay, das ist kein Hutständer. Denn hier haben wir safe noch einen Hutständer. Ja, ein Hutständer. Noch ein Hutständer, aber niemand trägt einen Hut. Machen wir hier. Hier ist so ruhig. Also ich mache eh Hintergrundmusik rein, aber er hat gar keine Musik einfach. Hier haben wir einen Regenschirm. Was ist das? Hier hin. Ah, das Feuerwerk. Und rein da. Yeah, man. Da kommt Dynamit raus. Und da kommt hier rein. Kada. Boom. Jetzt haben wir den eine Etage tiefer gesetzt und hacken wir alles mal klein. Ja. Okay, gehen wir mal hier durch. Let's go. Runter damit. Hier hat's was. Ah, jetzt haben wir einfach so eine Leiter ausgeklappt. Hier nochmal. Ah, let me guess. Oh ja. Muss ich was machen? Ja, ich muss nichts machen, Leute. Hier, bitte seid der Hutständer. Ja. Wurden dann alle Hüte gestohlen? Das sind hölzerne Kung-Fu-Dummies für das Training. Hier muss man anzünden. Hier muss man auch anzünden. Kriege ich denn die Fackel her? Okay, erstmal hier. Ah, Kriege hier die Fackel. Oh, Jesus. Ah, okay, reicht ja easy. Mit den. Perfekt. Sterbe ich? Natürlich nicht. Yeah, man. Dann das Prozedere nochmal. Das schnappen wir uns. Nicht so schnell. Ja, selber nicht so schnell. Nummer 1. Nummer 2. Und das hier rein. Ich hab das noch nicht gemacht. Was ist das? Mach dich bereit. Okay. Oh, nee, der. Nee. In Real Life hasse ich die Teile. Ja, easy. Dann, let's go. Superpower 2 in dieser Folge. Ein Drache. Oh mein Gott. Ah, da ist der Schlüssel, wieso auch immer. Dann rutschen wir in das Gebäude rein. Yalla. Ein Gong. Let's go. Ein bisschen leise, ne? Ich bin hier, Hör dir mal das an. Willkommen bei Lerne Kung Fu im Schlaf. Entspann dich. Ende. Oh mein Gott. Ich kann Kung Fu und... Mal sehen, was du drauf hast. So, dich. Oh mein Gott, ist das schwer. Ich hab die Doppelhops genommen. Muss ich jetzt warten, bis der... Er macht einen Gritty. Ja, alle zusammen. Oi. Und damit ewig spam. Dich. Geschlagen. Nimm diesen Gürtel als Zeichen deiner Stärke. Das kann ich nicht annehmen, Barry. Wieso? Oh, hoppla. Und das war's hier auch schon wieder. Ja gut, und mehr kann ich tatsächlich heute auch nicht sagen, weil diese Folge ist ein bisschen spezieller, weil Cedric, wir haben jetzt eigentlich was aufgenommen für morgen. Es ist Samstag, 10 Uhr abends. Aber Cedric hatte keine Zeit, das wieder zu schneiden und wollte es eigentlich heute schneiden. Heute hatte er keine Zeit. Morgen kann er erst um 2 Uhr nachmittags schneiden. Das heißt, er müsste innerhalb von 4 Stunden das Video schneiden, rendern. Hallo? Rendern und bearbeiten und weiß doch auch nicht was. Er hätte es mir auch früher sagen können. Wäre kein Problem gewesen. Aber nein, ich muss es fucking 20 Stunden vorher machen. Egal. Danke fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Bananen sind meist gelb und Äpfel grün? Rot? Scheißegal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.